Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murder Soul Suspect von Shadowlorn. Im letzten Part haben wir das Haus des Urteils betreten und haben mehr Details über den Glockenmörder herausgefunden. Und meine Vermutung ist ja tatsächlich, dass der Glockenmörder einfach ein Geist ist, der von Baxter oder gerade von Baxter oder von anderen Leuten Besitz ergreift und einfach nur die Hexenprozesse nicht nur nachahmt, sondern einfach weiterführt. Oh, wir sind gleich zwei, oh mein Gott. Die sind natürlich so, dass man sie nicht ohne weiteres so einfach ausschalten kann. Oh, doch, das geht jetzt. So. Den warte ich dann gar nicht, weil ich dann jetzt hier verkehrt ablenken. Oder. Gut. Oder auch nicht, soll ich das sagen. Sehr schön. So. Die sind so weit weg. Okay. Die hole ich mir dann gleich. Ich hole erstmal das hier noch. Oder so. Prozesse und diesen Raum abgehalten. Stimmt, hieß es ja, dass der Typ hier die Prozesse teilweise in eigenen Wohnzimmer abgehalten hat. Hier ist wohl einer dieser Räume. Tagebuch des Richters. 4. Februar 1693. Alle Hexen wurden freigelassen und Gouverneur Phipps erlaubt keine weitere Verfolgung. Dennoch fürchte ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Druckstein und voller Entzückungen berichtet sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seine Feinde beschuldigte. Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt und sie fürchtet mich nicht. Jene, die die Geister unnatürlicher Welten sehen, scheinen ihr wie Zauberer. Und sie will nicht mit, von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen, vor allen den Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Redet ihr etwa dann von den Geistermädchen? Wir haben ihren Namen schon erfahren, aber ich habe ihn gerade vergessen. Plakette der Kolonialstube. Die Stube des Hauses des Richters, wir würden es Wohnzimmer nennen, war einer der geräumigeren Innenbereiche für Gerichtsprozesse. Die Hexprozesse wurden manchmal hier abgehalten und manchmal in anderen öffentlichen Gebäuden wie in der Taverne. Ja, na super. Okay, hier haben wir auch fast alles. Holla! Wir haben fast alles, ist ja geil. Okay. Ist es? Hi! So. Kann ich mich irgendwo verstecken? Scheiße! Ah, oh, Mist! Frage ist nur, sind die anderen jetzt. Bleiben die anderen jetzt vernichtet? Und dann hätte es sich wenigstens gelohnt, dass ich den einen da in dieser Kamikaze-Aktion vernichtet habe. aber ich glaube eher nicht. Wird man sehen! Scheiße! Gut, ich schneide das zusammen. So, weg sind die Viecher. Das ist echt nervig, die loszuwerden teilweise. Vor allen Dingen, die Krähen sind ja ganz nützlich, aber wenn die überhaupt nicht in ihren Dunstkreis kommen, dann bringen die auch nicht viel. Aber egal, sind vernichtet, das ist die Hauptsache. So, und hier sind auch gerade keine weiteren, gerade. Weil wenn ich das erste Mal, dass nach und nach welche aufgetaucht sind,
Ist das die letzte Zeit? Schade. Leuchtet? Ups, nicht. Huch, okay. So, da fehlen nur noch 5. Und hier ist wieder die Außenwand, Geisterwand, Geistertür. Und der Flur. Aber da ist was. Ah, sind sie Julius Gedanken? Ja, sind sie. Abwägen des Antrags. Okay. Was hat mich davon abgehalten? Ja, zu Ron zu sagen. Vielleicht die Ehe mit allen allgemein. Ich dachte immer, ich würde in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch nicht verarbeitet. Aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Kann nicht. Das ergibt Sinn. So, okay. Aber wir haben soweit, glaube ich. Was würde uns denn noch fehlen? Also hier waren. Ja, hier waren die Dämonen. Hier ist der. Nicht der Prozessraum. Das ist nebenan. Hier ist aber nichts. Hier hätte ich mich vor dem Dämon verstecken können. Ja, dieser Richter schon wieder. Wir können sagen, was ihr wollt, aber das ist wahrscheinlich der Glockenmörder. Aber warum er über das Symbol der Glocke verteilt, das ist eine große, gute Frage. Beobachten. Zeichen für Zelt im Kerker. Okay, im Keller. Weinkeller und Hörding Rastzellen, okay. Baxter! Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich auffällt. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Wer hat dich getötet? Gute Frage. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel. Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Oh, dann liegt mir meine Vermutung doch ganz schön falsch. Aber das Spiel hat sich echt gut getan, diese Vermutung so aufzubauen. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen. Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Ja, ja. Nein, darüber war nicht doch richtig. Auf unterschiedliche Weise, ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Moment mal. Oh Gott. Rex vielleicht? Vielleicht war es Rex, der ja die Marionette. Ist Max ja eben Rex, die Marionette. Okay, das ist heftig. Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Da war noch irgendwas auf Rex gesagt. Das Problem ist, da stand halt nicht immer alles. Also er ließ sich immer alles vor, aber man kann es ja nachlesen. Wo ist Cassandra? Gute Frage. Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Ja, immerhin etwas. Lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Kennst du Joy? Cassandra in Unterstumpf erstmal. Baxter hat Cassandra in Unterstumpf außerhalb der Stadt untergebracht. Als der Glockenmörder für sie eine Bedrohung wurde. Aber hey, ich bin froh, dass Baxter doch sein Arschloch ist, aber kein korrupter Kopf. Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Ups.
Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Er hätte wenigstens noch erzählen können, wie das Leute ein bisschen aufgebaut ist. Baxter kannte Joy die ganze Zeit über und hat versucht, sie zu finden und sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr ist. Okay, aber gut, er war ein Arschloch, aber ein nettes Arschloch. So, und hier ist die, da sehe ich noch eine Zeitplakette. Sehr gut, das haben wir dann auch alle. Plakette des Kolonialkellers, Information, Trophäe erhalten, Geschichte Salems. Woo! Vielleicht müssen wir doch nicht zu viel nachgucken oder vielleicht sogar gar nichts, wer weiß. Der Keller im Heim eines Richters war oft ein zeitweiliges Gefängnis für Häftlinge, die auf ihren Prozess warten. Dieser Brauch war hier sicher üblich für Verdächtige in Hexprozessen. Im Haus von Richter Hathorn auf ihr Urteil warteten. Einrichtungen für eine lange Haft waren in diesem Fall nötig, da die Strafe für Hexerei unter englischem Gesetz immer den Tod, in der Tod war. Nett. Nicht wirklich. Aber ich kurz davor alle Sachen zu finden. Es sind nur noch eine Sache vom Glockenmörder, eine Gedanken von Julia, zwei Nachrichten des Geistermädchens. Wie hieß die noch? Ach Gott, die haben den Namen in einem Museum erfahren, aber ich habe den wieder vergessen. Okay, und was noch? Da war noch was. Eine Glockenmörder, einmal Julia, zweimal Geistermädchen, einmal Hexenprozess und dann noch fünfmal zu Asche. Asche zu Asche. Wir sind kurz davor, alles zu sammeln. Und das ohne, dass ich nachgucken musste. Die Sachen mit den Let's Play zähle ich bei ihm nicht mit, weil das hatte ich ja ohnehin schon geguckt. Das ist was anderes. Aber ich glaube, hier werden wir keine Nachrichten von Geistermädchen finden. Okay. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Das werden wir jetzt herausfinden. Okay, da kann man durch, okay. Ansehen, Käfig. Ein Gefängnis im Gefängnis, heftig. Warum braucht man für jemanden in einer winzigen Zelle noch einen Käfig? Gute Frage. Vielleicht für ihr Hexentier? So, okay, da haben wir Kerzen. Gelöschtes Licht, okay. Dies dürften wohl kaum etwas gegen die Dunkelheit hier unten ausgerichtet haben. Die werden wahrscheinlich eher einen spirituellen Wert gehabt haben für die Inhaftierten. Okay, ich werde mal gucken, ob vielleicht hier... hier schon mal das Buch. Oh, servus. Du warst wohl die ganze Weile hier unten. Arme Sau. Okay, ich habe irgendwo noch vier Bücher vergessen. Oh mein Gott. Aber da waren einige Türen, die zu waren. Also, die werden sich vielleicht noch öffnen. So, hier wird der Richter sein. Jupp. Anklagend. Streng und urteilend. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Der rechtschaffende Mann. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt einem Angeklagten, dass die Bestrafung fällig ist. Okay, dann enthüllen wir erstmal das hier. Das Glockensymbol. Wer hat das gezeichnet? Im Boden der Zelle. Das Symbol des Glockenmörders, das wurde eins in der Zelle gezeichnet. Aber von wem? Von ihr! Das Geistermädchen. Eingesperrt und flehend. Steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Abigail. Abigail wurde hier gefangen gehalten und hielt für die Bestrafung für ungerecht. Okay, gut. Die Ketten hier sind auch. Gehören auch dazu. Gefesselt. Fußfesseln. Er hat mehr von einem Verlies als von einem Gefängnis.
So, hier irgendwo ein Schutthaufen vielleicht? Nein. Irgendwo, ich möchte gerne, wenn es geht, diesmal wenigstens alle Hinweise finden. Aber vielleicht ja. Also das sieht ja immer noch hier als Ort. Also vielleicht ja dieses Skelett. Nö. Ist immer noch nah genug an. Die Pritsche vielleicht. Ja, die Pritsche. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Das ist noch bequemer als meine Betten im Gefängnis. Durchaus. So, was ist hier passiert? So, der rechtschaffende Mann. Die Abigail. Und der Boden der Zelle vielleicht? Ja, Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Sie! Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder? Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Das! Ist Abigail der Mörder? Abigail ist die Glockenmörder, ist der Glockenmörder? Aber wie kann das sein? Wow! Das war jetzt aber ein Plot-Twist von allerfeinsten. Ich hatte mit vielen gerechnet, aber nicht, dass Abigail die Mörderin ist. Ich dachte halt echt, einer der Richter, die halt immer noch weiter Hexenprozesse durchführen, aber nicht die Abigail, die genutzt wurde, ausgenutzt wurde, Hexen anzuklagen. Und sie selber dann sozusagen diese Wahnsinn erlegen ist. Dass sie selbst quasi sich zum Richter, Henker und. Und. Wow. Vermisst wird. Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Große Preisfrage. Geheime Brutale an. Zielort der Zeugen? Vielleicht? Okay. Wo könnte Ewige. Mal. Geheime Brutale Art. Ja, Moment, die wird ja. Ist Abigail der Mörder, glaube ich, weniger. Haus des Urteils? Nein, verdammt. Keine neuen Spuren, die Kirche. Zielort des Mörders? Auch nicht. Ah, Mann! Okay, Abigail ist der Mörder und das Werkzeug des Todes. Mist! Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Ein bisschen. Wir sollten uns noch ein bisschen hier umsehen. Und so aus der Steck des Glockenmörders. Urteil. Mama Shita. Wurde. Spüre Abigail auf. Der Mörder hat einen Joyous Nunus gebracht. Galgen des Mörders im Museum. Wenn Abigail der Mörder ist, dann ist das Werkzeug des Todes der Galgen im Museum. Ich muss zugeben, wie gesagt, ich habe echt damit gerechnet. Also ich habe schon damit gerechnet, dass halt irgendeiner ist, der die Hexenprozesse weiter durchlebt. Auf eine makabre, eklige Art und Weise. Aber dass es ausgerechnet die ist, die Abigail, da habe ich nicht gerechnet. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, nee. Darauf wäre ich nie gekommen. So, liebe Leute, aber jetzt haben wir das kleine Problemchen, dass wir noch mindestens 4 Sachen fehlen. Und das klingt mir jetzt, und alles, wie es hier aufgebaut ist, klingt für mich wirklich schon ein bisschen wie,
Klingt so ein bisschen wie, das ist nun der Point of No Return. Das heißt also, ich werde dann den nächsten Part damit einleiten, dass ich erstmal die übrigen Sachen finden werde, die mir hier noch fehlen. Das sind ja noch mal mindestens viermal diese komischen Bücher. Die sind echt... Wie kommt denn die Ratte darauf? Die sind gut versteckt, muss man mal sagen. Zumindest so gut, dass ich sie nicht direkt gefunden habe. Ich werde mich aber davor hüten, erstmal hier die Gesamtlösung zu nutzen. Sondern werde erstmal gucken, ob ich hier irgendwie noch hier was finden kann. Ich meine, Dämonen sind ja jetzt keine mehr da. Das heißt, also ich kann mich hier in Ruhe umsehen. Und ich muss dann halt wirklich alles Mögliche durchdenken, wo was sein könnte, wo ich durch könnte, mich durchteleportieren muss. Ah! Oder was ich übersehen habe. Na also. Wisst ihr was, Leute? Ich mache den Part jetzt einfach einen Ticken länger. Und die Sachen hier, die suchen wir uns noch. Das ist noch ein guter Plan, oder? Die Sachen, die wir hier noch finden können, die werden wir noch suchen. Also sprich die Notiz, die Mordgeschichte. Ja, da haben wir schon eine zweite. Sehr schön. Jetzt fehlen es nur noch zwei. Oh, da seht ihr. Da wäre ich gar nicht drin. War ich gar nicht drin. Nur noch zwei Sachen, die uns fehlen. Die sammle ich noch eben zusammen. Das schneide ich euch jetzt aber eben zusammen. Schneide einfach rein, wenn ich die Sachen dann finde. Und ich würde sagen, bis gleich. Ah, sehr gut. Hier mussten wir noch eine Tür entfernen. Die ich nicht wirklich gesehen habe. Habe ich voll vergessen, dass das können. Gut, dann fehlt uns noch ein einziges Buch. Das sollten wir auch noch finden. Tja, und kaum, ich habe noch nicht einmal zum Schneiden angesetzt, schon habe ich es gefunden. Ist doch offen. So, aber... Moment mal, hier war ich glaube ich auch noch nicht, oder? Nehmen wir erstmal das Buch mit. So. Asche zu Asche. So, also, okay. So, hier den Bereich... Ah doch, hier war ich schon, ich habe nur... Ja gut, hier ist das. Bin hier durch, aber hier war die Nachricht von Julia. Oder die Gedanken von Julia. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal die scheinbar letzten Sammelfall, sage ich jetzt mal an. Und im nächsten Part gehen wir dann an, die letzten Sachen zu sammeln, die ich übersehen habe, sofern sie nicht im Museum sind. Ich würde mal sagen... einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut. Salem war nicht die aufregendste Stadt für ein paar wilde 13-Jährige. Spielen mit meinen Freunden nach der Schule erforderte normalerweise eine gesunde Dosis Vorstellungskraft, um die enttäuschend öde Landschaft aufzupeppen. Für uns war Salems Geschichte bloß ein Haufen von Gruselgeschichten und Touristenattraktionen. Hexen existierten nicht, das wussten wir alle. Deswegen war Robbie Barnes die Lachnummer der ganzen Schule. Er glaubte tatsächlich, dass sie echt seien. Im Rückblick wünschte ich, wir hätten ihn nicht so sehr geärgert. Vielleicht würde er dann noch leben. Ich habe vergessen, wer von uns die Idee hatte, Robbie einen Streich zu spielen. Aber es dauerte nicht lang und wir waren alle dabei. Meine Aufgabe war es, ein Beispiel für einen alten Zauberspruch zu finden. Es kostete mich ganze 15 Minuten. Die Bücherei besaß praktisch jedes Buch, das je zu dem Thema geschrieben wurde. Der nächste Schritt beinhaltete das Haus des Urteils. Verlassen stand es auf dem Hügel. Alle sagten, es würde dort spuken. Was es noch gruseliger machte, waren die Gerüchte, Richter Hawthorne habe die Überreste angeklagter Hexen in den verschiedenen Feuerstellen des Hauses verbrannt. Hier kam Robbie ins Spiel. Wir forderten ihn heraus, sich mitten in der Nacht in das Haus des Urteils zu schleichen und eine Handvoll Asche aus jeder Feuerstelle zu sammeln. Dann sollte er ein paar Kerzen anzünden, die Asche verstreuen und den Zauberspruch aufsagen. Wir sagten ihm, wenn er es richtig machte, würde der Zauber alle Kerzen löschen. Wenn er all das durchziehen würde und die Kerzen auch nur flackerten, würden wir uns nicht mehr über ihn lustig machen. Wir sahen, dass er Angst hatte, aber er stimmte zu. Was wir ihm nicht sagten, war, dass wir eine versteckte Kamera aufgebaut hatten, um all die unfreiwillige Komik zu filmen. Am nächsten Tag kam Robbie nicht zur Schule.
Wir nahmen an, dass er den Schwanz eingezogen hatte und sich nicht unserem Spott aussetzen wollte. Dann hörte ich, dass Robbie als vermisst gemeldet wurde. Ich fühlte einen Schauer meinen Rücken herunterlaufen, als ich das Video aus unserer versteckten Kamera holte. Ich drückte Play und spulte vor, bis ich Robbie sah. Er tat genau das, was wir ihm aufgetragen hatten. Aber dann lief eine schattenhafte Gestalt vor der Kamera vorbei. Robbie drehte sich mit Schrecken um, gerade als das Bild der Kamera abbrach. Als es dann wieder da war, war Robbie fort und das einzige Anzeichen, dass überhaupt irgendwas passiert war, war die Feuerstelle, die nun